Hey Leute, der Sturm geht weiter. Rosalie reist mit Christoph nach Paris, aber erzählt Michael, sie würde die Nacht bei einer Freundin verbringen. In Paris setzt Christoph alles daran, Rosalie zu verführen. Als Michael am nächsten Tag erfährt, dass Christoph zur selben Zeit weg war wie Rosalie, beginnt er, der Sache auf den Grund zu gehen. Maya will Florians Entscheidung nicht einfach so hinnehmen. Daher versucht sie, Michael zu überzeugen, Florian das Medikament zu verabreichen, aber dieser lehnt ab. Doch dann kommt Maya auf eine Idee, bei der nur Constanze ihr helfen kann. Alfons will das Turnier gewinnen, um mit Hildegard die Reise zu der schwedischen Starköchin anzutreten. Auch André hofft auf den Sieg, denn für ihn hängt seine Zukunft im Fürstenhof davon ab. Er will sich von der Starköchin etwas abschauen, um gegen seinen Konkurrenten Julius Merchant zu bestehen. Also beschwört er Gary, sein Bestes zu geben. Michael findet heraus, dass Rosalie ihn belogen hat und zur gleichen Zeit wie Christoph in Paris war. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.